Der Geotag der Artenvielfalt ist die größte Feldforschungsaktion in Mitteleuropa. Er findet jährlich statt. In diesem Jahr haben europaweit über 15.000 Personen mitgewirkt, darunter zahlreiche Biologen und Botaniker. Was passiert eigentlich an so einem Tag? Wir fragten Dr. Sommerhäuser von der Emscher Genossenschaft Essen. Ja, heute findet hier der Geotag der Artenvielfalt statt. Das ist ursprünglich eine Initiative des bekannten Magazins Geo in Hamburg. Und bei diesem Tag der Artenvielfalt geht es darum, einen Tag lang, ganz genau 24 Stunden, auf einem begrenzten Bereich alle Tiere und Pflanzen zu erfassen, die es dort gibt. Artenvielfalt sagt ja, es geht um Tier- und Pflanzenarten. Da machen Forscher mit von Hochschulen, heute auch hier, kundige Laien, Bürger, Schüler, Kinder, die hier alle Pflanzen und Tiere sammeln. Und wir haben das als Emscher Genossenschaft vor 3 Jahren zum ersten Mal hier in die Region geholt, diesen Geotag. Dann haben wir das am Castrop-Rauxel gemacht, in einem unserer umgebauten Gewässer, dem Deininghauser Bach. Und nachdem der Phoenixsee fertig wurde 2010, sich so gut entwickelt hat, haben wir gedacht, das ist ein Standort, da müssen wir den Geotag hinholen. Und das ist uns heute gelungen, denn was hier passiert, was sich hier entwickelt, zeigt, Artenvielfalt ist mitten in der Stadt möglich. Und das wollen wir hier mit den vielen Forschern, mit dem Magazin Geo zusammen zeigen. Der Phoenixsee, künstlich angelegt auf dem ehemaligen Stahlwerksareal Phoenix Ost im Dortmunder Stadtteil Hörde. Was macht diesen See so interessant für eine derartige Feldforschungsaktion? Wir fragten Dr. Kretschmer vom NABU Dortmund. Ja, das Interessante ist sicherlich, dass es sich hier ja um ein ehemaliges Stahlwerksgelände handelt. Und alle die das Gelände noch in Betrieb gesehen haben, wissen, was das bedeutete, neben dem Stahlwerk hier in Hörde zu wohnen. Und inzwischen ist ja nun auch ein kleines Naturparadies entstanden, das sich natürlich noch entwickelt. Und die Untersuchungen sollen eben beitragen, zu zeigen, wie gut es sich entwickelt. Der Geotag der Artenvielfalt ist eine Initiative des Vereins Expedition Vielfalt, der KfW-Stiftung und des Magazins Geo. Die Emscher Genossenschaft Essen ist Organisator dieser Veranstaltung hier am Phoenixsee. Sicherlich keine Selbstverständlichkeit, oder? Natürlich muss man motiviert sein, sowas zu tun. Und das sind wir als Emscher Genossenschaft, weil wir sehen und daran ja auch arbeiten, dass wir hier mit dem Emscher Umbau überhaupt sowas möglich machen. Dass wir neue Gewässer schaffen, die Emscher umbauen. Hier in Dortmund ist das ja weitgehend schon passiert. Durch den Emscher Umbau war der Phoenixsee möglich, zusammen mit der Stadt. Und das ist erstmal die Voraussetzung. Sie müssen was haben, was Sie zeigen können, was Ihnen wichtig ist. Und dann muss man sich quasi bewerben mit vielen anderen Standorten in Deutschland, auch im benachbarten Ausland, dass man so etwas hier macht. Man kann sich registrieren lassen. Und die Ergebnisse, die wir hier über diese 24 Stunden zusammen mit allen Fachleuten erzeugen, werden ja auch bereitgestellt in der Öffentlichkeit. Und die kann man sehr vielfältig ausnutzen. Es ist nicht ganz selbstverständlich, so etwas machen zu können. Und dass das hier möglich ist, ist sowas wie ein kleiner Ritterschlag für den Phoenixsee und auch für unsere Arbeit und für die Stadt Dortmund, dass sowas hier möglich ist. Dass wir über Artenvielfalt auf einem ehemaligen Stahlwerksgelände sprechen können. Eine derart große Aufgabe kann sicherlich nicht alleine von einer einzigen Organisation bewältigt werden. Welche Kooperationspartner unterstützen die Emscher Genossenschaft bei dieser Aktion? Ja, das sind Naturschutzverbände, die hier engagiert sind, der NABU, der BUND, die biologischen Stationen, natürlich die Stadt Dortmund, die uns hier von Anfang an
begleitet, mit der zusammen wir das hier eigentlich gestartet, initiiert haben, aber auch Mitarbeiter aus unserem eigenen Labor. Und dann haben wir die Hochschulen der Region angesprochen, in Essen, Dortmund, Bochum. Hier sind Wissenschaftler unserer Universitäten aus der Region. Hier sind aber auch Heimatforscher, Schüler aus den Gymnasien, aus den anderen Schulen, die hier alle arbeiten. Sie sehen das ja hier, wie viele junge Menschen, wie viele gestandene ältere Herren und Damen hier in den Moosen, an den Wasserpflanzen, bei den Libellen sind und wirklich alles versuchen zu erfassen. Das ist eine Sache, die sehr breit angelegt ist und die auch wirklich die Bürger mitnehmen will. Denn wir alle wollen was über das Gebiet hier lernen. Und was uns aber auch hierbei noch wichtig ist zu sagen, es gibt hier schon was zu schützen. Es hat sich schon so gut entwickelt, dass wir allen Menschen hier auch sagen möchten, geht mit dem See vorsichtig um. Man darf hier nicht Sachen hineinkippen, Brot hineinwerfen, Tiere füttern. Das ist für den See nicht gut. Fremde Tiere einsetzen. Wir wollen, dass das sich so entwickelt, wie es die Natur auch üblicherweise zulassen würde. Der Nil kriegt es schon. Macht es gleich. Bleibt auf jeden Fall hier in der Nähe. Ja. Ja, es sind eine Menge NABU-Mitglieder unterwegs, ca. 20, die sowohl einerseits als Forscher hier auftreten und zum Beispiel Libellen oder Vögel oder Mollusken bestimmen. Und zum Zweiten ist der NABU eben auch vertreten mit einem Informationsstand, wo sich interessierte Bürger über Artenschutz und die hier vorkommenden Arten informieren können. Rund um den Phoenixsee fanden den ganzen Tag über verschiedene Aktionen statt. Wir gucken nach Libellen. Kann man halt Libellen einmal über die fliegenden Insekten untersuchen und andererseits auch, indem man die Larvenhäute aufsammelt von denen. Also die Larven, die leben ja im Wasser und wenn die dann schlüpfen, hinterlassen die halt die alte Larvenhaut und daran kann man die auch bestimmen. Und das ist jetzt hier zum Beispiel eine von der großen Königslibelle. Das ist somit die größte, die man bei uns finden kann. Und hier ist nochmal ein Vergleich dazu von einer Kleinlibelle. Da sieht man, die sieht ganz anders aus. Die hat jetzt hier hinten noch sogenannte Kiemenblättchen. Und der ist halt insgesamt viel kleiner, viel schlanker. Wie gesagt, die kann man dann alle bis zur Art bestimmen und dann weiß man halt, welche Libellenarten sich in einem Gewässer dann auch erfolgreich entwickeln kann. Ja, schönen guten Tag. Hallo. Ja, ihr wurdet schon erwartet hier, weil ja. Fischerei natürlich besonders zieht. Und vielleicht kannst du ein bisschen erklären, was ihr macht und ob ihr schon was gesehen habt. Was wir machen. Also wir versuchen hier einen Teil des Fischbestandes zu erfassen mittels der Elektrofischerei. Das bedeutet also, dass wir ein gewisses Stromfeld in das Wasser legen mittels eines Stromaggregates und wir versuchen die Fische ufernah somit zu erfassen. Das heißt, in dem Stromfeld bewegen sich die Fische in Richtung des Keschers bzw. Richtung des Pluspoles und das ist eine sehr elegante Möglichkeit, dementsprechend die Fische dann herauszufangen. Das ist der Gründling. Dieser Gründling ist auch ein typischer Bewohner von Stillgewässern. Auch diese Art verbreitet sich natürlicherweise, wird also nicht vom Menschen eingesetzt, verbreitet sich über Wassergeflügel. Hier sind jetzt noch Rotfedern eingesetzt worden, Karauschen, Schleien. Und unter anderem haben wir auch, versuchen wir hier jetzt die Symbiose zwischen Malermuschel und Bitterling zu etablieren. Die Wasserqualität ist so gut, dass wir gesagt haben, versuchen das. Beides bedrohte Arten. Und die schützenswert sind und wir haben jetzt hier am See Malermuscheln und auch die Bitterlinge ausgebracht. Ja. Wir haben jetzt heute unter anderem von den Rotfedern, die hatten wir auch ausgebracht letztes Jahr, die sind ja auch bedroht, bedrohte Arten, haben wir heute Jungfische gefunden. Also die reproduzieren schon ordentlich.
Also Jungfische im Uferbereich. Mehr kann man ja mit der Elektrofischung nicht machen. Hier im Schilf entdecken wir merkwürdig anmutende Gerätschaften, die wie Reusen aussehen könnten. Sind wir da auf dem richtigen Dampfer? Ja, da sind sie auf dem richtigen Dampfer. Das sind auch Reusen. Die werden überwiegend so aus einfachen Materialien hergestellt, aus Plastikeimern. Und da werden Löcher reingeschnitten, in denen dann so die Spitzen von PET-Trinkflaschen als Trichter eingebaut werden. Und die funktionieren auch wie die Reusen, die man von Fischen her kennt. Die werden dann verwendet, um kleinere Wassertiere zu fangen, also zum Beispiel Insekten, Insektenlarven, Molche, die da drin sind. Das ist einerseits, kann man die länger stehen lassen. Die stehen zum Beispiel schon von gestern Abend her, also die ganze Nacht über. Da fängt man dann mehr, als wenn man nur punktuell keschert. Und es ist auch schonender, als wenn man mit dem Kescher dann das ganze Schilf in Unordnung bringt. Dann erzählt mir doch bitte noch einmal, was sich hier in diesem kleinen Butterfass oder Käsefass befindet. Ja, also das sind vor allem Schwebgarnelen. Ja, die haben wir auch schon mal da vorne gesammelt. Die haben auch schon Eier unter dem Bauch, dieses blaue da. Ja, und hauptsächlich sind sonst hier nur noch Hüllen von gehäuteten Tieren drin. Zum Beispiel von einer Schwimmwanze oder Ruderwanze oder sowas. Ja, genau. Was mich vor allen Dingen natürlich interessiert, wo habt ihr denn, was sagt man denn dazu, das ganze Viehzeug her? Wir haben gestern schon so Fallen aufgestellt und dann haben die das, ja, mit Ködern haben die dann angelockt. Also wir haben die da vorne im Schilf so unter Wasser gesetzt und dann sind die da alle reingeflossen. Mechanismus ist, dass die dann nicht mehr rauskommen. Rein, aber nicht raus. Genau, top. Was passiert denn dann gleich nachher mit den ganzen Tieren? Ja, die werden erst gezählt und dann ausgewertet, wie viele das sind, und dann werden die wieder zurückgelassen. Ich sehe aber hier, glaube ich, eine ganze Menge. Wie wollte die denn alle einzeln zählen, die sich jetzt hier in dem Eimer befinden? Ja. Ich denke mal, das wird geschätzt ungefähr. Ja. Okay, dann bedanke ich mich erstmal bei euch. Ja, danke. Was haben Sie jetzt alles gefunden hier? Unterschiedlich. Wir haben Bachflohkrebse, das sind die, die so recht zügig da rumschwimmen. Dann sind es ziemlich viele Eintagsfliegen, Larven gewesen, das sind hier die kleinen, die da so. Dann verschiedene Schnecken, hier ist so eine Größe. Und dann sind aber auch so ein paar kleinere drin, die Putamopyrgus. Und Egel. Ein Egel sieht man da, genau. Das ist der Rollegel. Köcherfliegen, hier ist eine Köcherfliegenlarve. Eine Hydropsyche, ein Wassergeistchen. Käfer hatten wir auch. Da ist er, unterm Stein. Das ist irgendwie Oronectes oder so, so ein Wasserkäfer. Wie groß ist das jetzt? Vergrößert? Hier sind wir jetzt bei 100, glaube ich.
100-fach Vergrößerung. In der Nacht zuvor fand unter der Fußgängerbrücke im Uferbereich der Emscher Auen ein Lichtfang statt. Fledermäuse haben wir in dieser Nacht leider nicht entdeckt. Am nächsten Morgen befragten wir dazu den Fledermausexperten Volker Heimel vom NABU Dortmund. Die Fledermäuse sind wissenschaftlich nachgewiesen worden mit speziellen Suchgeräten. Mit diesen Suchgeräten wurden die Töne heruntergeregelt, sodass wir sie hören können. Normalerweise hören wir gar nichts. Und die Zeit wurde gedehnt, sodass wir die Töne als Sonogramm im Computer laufen lassen können. Der See ist ein wahrer Fledermausmagnet und zieht aus weiter Landschaft, sogar aus 300, 400 Kilometer Entfernung, Fledermäuse an. Ich habe gerade überlegt, ob Sie hier entsprechende Pflanzen drin haben. Also das sind im Grunde aus diesen Rasenmischungen. Wir hatten die flächig aufgesät und haben die dann in diese Kisten reingepackt. Schön, schöne Idee. Natürlich interessierte uns auch, wie denn das breite Publikum in die heutige Veranstaltung mit einbezogen wurde. Dazu befragten wir doch einmal Dr. Sommerhäuser von der Emscher Genossenschaft Essen. Ja, wir haben vorher eingeladen. Zum einen haben wir natürlich die Fachleute eingeladen, die Naturschutzverbände und die vielen anderen, die ich erwähnt habe. Wir haben dafür gesorgt, dass es auch in der Öffentlichkeit bekannt wird. Es ist so, dass über den ganzen Tag Veranstaltungen stattfinden, Exkursionen etwa zur Vogelwelt, zu den Libellen. Hier wird gerade eine Elektrobefischung durchgeführt, die man sich anschauen kann. Es gibt eine Fledermausexkursion in den späten Abendstunden. Und wir wünschen uns, dass ab mittags möglichst viele Bürger aus der Region, hier aus Hörde und drumherum und aus den umgebenden Städten, hier sind und das mitbegleiten. Es ist auch eine Veranstaltung für die Menschen und nicht nur für die Fachleute und die Spezialisten. Haben wir da die Blaumeise, die Kohlmeise, das Rotkehlchen und die Singdrossel oder Schwarzdrossel, Apfel, wie auch immer. Blässhuhn, vermutlich mal Zaunkönig, der Rotseitenschwanz. Okay, den stelle ich mal zurück, den Kormoran. Auffallend viele Kinder sind heute am See zu finden. Was möchtest du? Ja,
mal durchguckst. Und dann legt die Pfeiler weg. Du siehst, brauchst du das? Cool. Ja, gerade Kinder sind ja besonders interessiert im Alter, vor allen Dingen im Grundschulalter, an Lebewesen. Und die kann man schnell begeistern, wenn man denen zum Beispiel eine Becherlupe in die Hand gibt. Und die haben hier eben unter anderem auch die Möglichkeiten, Tiere einzufangen und dann mit Hilfe der Lupe zu betrachten. Und es wird ihnen eben auch noch geholfen bei der Bestimmung. Und auf diese Art und Weise lernen sie spielerisch also einige interessante Tier- und Pflanzenarten hier am See kennen. Ihr unterstützt den Tag der Artenvielfalt heute hier mit eurem Stand. Welche Altersgruppe sprecht ihr denn hier heute gezielt an? Von 1 bis 99. Wir versuchen alle zu erreichen. Aber unsere NAVO-Kids sind natürlich vorwiegend im Grundschulalter. Das heißt zwischen 6 und 11 Jahren alt. Ja, also wir wollen die Kinder von der Natur begeistern und wir möchten gerne, dass sie so viel lernen, dass sie also auch die Natur schützen wollen, so viel Interesse auch entwickeln und eben halt als Generation von morgen die Welt erhalten und die Natur vor allem erhalten und nicht noch weiterhin zerstören und vielleicht auch das wieder wettmachen können, was in unserer Generation leider schiefgegangen ist bisher beim Naturschutz, beim Klimaschutz und so weiter. Die Auswertung der großen Naturinventur liegt mittlerweile vor. Über 50 Wissenschaftler und Ehrenamtliche haben einen Tag lang den See, die Emscher und den Hörderbach buchstäblich unter die Lupe genommen. Insgesamt 709 Arten wurden beim Geotag der Artenvielfalt am Dortmunder Phoenixsee erfasst. 46 Vogelarten konnten die Vogelkundler beobachten. Darunter waren laut Ornitho-Experte Robin Kretschmer vom NAVO Dortmund durchaus einige seltene Exemplare, die früher hier so nicht zu finden waren. Ja, also auf den Industriestandorten waren halt viele typische Vögel, wie zum Beispiel der Hausrotschwanz oder die Bachstelze zu finden. Die sind jetzt hier teilweise immer noch in den Randbereichen oder wenn man ein bisschen weiter guckt, auf Phoenix West noch zu finden. Aber jetzt durch den Phoenixsee haben wir halt viele Wasservogelarten und Röhrichtvogelarten dazu bekommen, die hier vorher nicht denkbar waren. Wir hatten hier einige Besonderheiten, also vor allen Dingen im Winter sind hier Arten wie zum Beispiel Eiderente anzutreffen, die in Dortmund sehr selten ist, oder auf dem Zug auch der Sanderling. Und an Brutvögeln haben sich hier Teichrohrsänger angesiedelt und im letzten Jahr, was sehr besonders war, war hier ein Drosselrohrsängerrevier, was nur noch an einer anderen Stelle in Nordrhein-Westfalen so zu finden war. Also hat uns sehr positiv überrascht. Bei den Farn- und Blütenpflanzen sammelten und bestimmten die Forscher 392 Exemplare. Auch hier durchaus einige seltene Arten, wie uns der Botanikexperte des NABU, Dieter Büscher, verriet. Wir haben also heute Morgen schon eine kleine Vorexkursion gemacht und da wurde eine Königskerzenart gefunden, die in Dortmund höchstwahrscheinlich zum ersten Mal aufgetreten ist heute. Und zwar in zwei Exemplaren, eine sehr kräftige blühende Pflanze und eine andere, die noch relativ klein ist, die sich aber noch entwickeln kann. Und zwar ist das, ich muss jetzt mal den lateinischen Namen nennen, weil ich den deutschen jetzt nicht präsent habe. Das ist Verbascum pulverulentum. Das ist also auch von Herrn Dr. Loos bestätigt worden, meinem botanischen Mitstreiter hier in Dortmund und im Kreis Unna. Dann ist noch ein Gras gefunden worden, was normalerweise an Salz gewöhnt ist. Und zwar ist das der abstehende Salzschwaden, der allerdings jetzt insgesamt abnimmt, weil ja nicht mehr so viel Salz an den Straßen gestreut wird.
Piranhas, die im Verdacht standen, ausgesetzt worden zu sein, wurden übrigens nicht gesichtet. Die Legende lebt.